Hallo Leute, willkommen bei Dawn of Man. Dies ist Teil 20. Ja, und unsere Jäger sind jetzt schon zurückgekommen, schneller als ich dachte. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da noch was finde. Ich hoffe, sie haben was gefunden. Und das heißt, einige unserer Bewohner haben keine warme Kleidung. Das ist nicht gut. Also diese Ziegenartigen, die sind jetzt gerade weg. Dann lasse ich sie nochmal Pferde jagen. So. Ist natürlich ungünstig, dass sie eigentlich schon wieder zurückgekommen sind. Ja, das Feuersteingebiet ist erschöpft. Ich denke mal, ich lasse die jetzt jagen, bis wir genügend Häute haben. Immerhin, wir haben momentan 4 Ruhehäute. Und anscheinend sind die Kleider kaputt gegangen. Denn wir hatten 26 warme Kleider. Und jetzt haben wir nur noch 22. Es fehlen also 2 Kleider, weil wir 24 Leute haben. Und ja, aber das sind ein paar Ruhe heute und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Im Zweifelsfall muss ich dann auch die Lederproduktion stoppen. So, wo ist meine Maus? Da ist sie. Ja. Mal gucken, sind die schon wieder auf dem Rückweg? Nein. Die gehen noch zur Jagd. Oh, er ist schon müde. Dann muss ich vielleicht noch andere ausschicken. Allerdings, wenn ich jetzt die Lederproduktion stoppe. Hier erstmal kein Leder produzieren. Dann müssten die Häute, die verfügbar sind, zumindest für die Klamotten reichen. Sie haben jetzt auch einen Großteil der Zelte repariert. Es könnte dann eventuell reichen. Und hier gebe ich mal Klamotten in Auftrag. Ja, einer ist schon in der Planung. Ich mache noch einen zusätzlichen. So. Naja, das ist schon immer schwierig. Und sind immer noch 2 Zelte. Ui, 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 ui. Ob hier wieder Tiere sind. Oh, ein gefährlicher Bär, der da rumsteht. Naja, den Tieren ist das vermutlich unheimlich, dass wir hier leben. Und darum sind die in unserer Nähe nicht so gerne. Hier, das ist eigentlich schön nah. Das gebe ich mal in Auftrag. So, du stehst hier rum. Oh, Imka, erwachsene Frau. Sehr schön, Imka, dass du jetzt auch erwachsen bist. Das freut mich. So. So sieht man sich wieder in der Ursicht. So, ihr müsst dann leider schwimmen. Holt euch mal schöne Werkzeuge. Das wilde Pferd ist geflohen. Na toll. Ja, die waren ja auch müde. Also einer war müde. Das hat dann auch keinen Zweck, die da weiterzulassen. Tja. Ich sehne die Tierdomestizierung und den Flachsanbau herbei. Da muss man die Tiere zwar schlachten für die Haut und das Fleisch, das ist dann immer traurig. Nun ja. Aber zumindest muss ich meine Leute dann nicht so weit wegschicken. Höchstens um Jungtiere zu finden. Aber vielleicht haben wir ja auch Zuchterfolge.
Wenn man sich gut um die Haustiere kümmert, dann vermehren die sich ja von selber. So. Tja. Leute, macht Kleider, damit ihr nicht so friert. Na, ja, hier ist die Lederproduktion schon hochpriorisiert. Okay. Habt ihr das Wildschwein? Ah, den Winter überlebt. Na, immerhin. Super, super. Es ist keiner erfroren. Na, da haben wir ja Glück gehabt. Zumindest habe ich keinen mitgekriegt. Ja, 24 passt auch. Im Herbst war ja der eine an Altersschwäche gestorben. Na gut. Dann kann ich euch ja auch wieder zu regulären Jagdausflügen schicken. So. Das mache ich hier mal wieder mit der Pausentaste. Das fällt mir dann an. Echt leichter. So. Noch vielleicht noch du. Und jetzt gucken wir mal. Erstmal, ob hier in der Nähe was ist. Man kann ja noch hoffen. Aber hier tummeln sich immer nur Bären rum und so ein paar Auerochsen und sowas. Also gut, gucken wir wieder da hinten. Ups. Na, oh, da. Hiermit könnt ihr anfangen. Jetzt gucke ich mal, wenn ich den auch markiere. Oder wenn ich den markiere und den. Nee, es geht immer nur einen zu markieren. Okay. Also zumindest habe ich noch nicht rausgefunden, wie man mehr als einen markieren kann. Gut. Und gehen Sie jetzt auch Tannin sammeln? Ich mache mal ein bisschen schneller. Ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. Sehr schön. Wo sieht man ihn denn? Tja. Nirgendwo so richtig deutlich. So, es regnet mal wieder. Oh, die rennen ordentlich rum. Ja, sind sie jetzt auf dem Rückweg? Also ich behalte sie ja gerne ein bisschen im Auge, aber ich will nicht so draufhalten, damit man nicht so diesen Jagdvorgang so deutlich sieht. Damit es kinderfreundlich bleibt. Also die Tatsache, dass gejagt wird, das lässt sich bei diesem Spiel wohl einfach nicht verleugnen. Aber man muss es sich ja nicht so ganz genau angucken. So, jetzt nehmt mal hier den. Okay. Schon schlimm genug, dass ich das hier so steuern muss. Vorher hat es ja überhaupt nicht geklappt. Dann sind sie im Winter erfroren. Und seit ich das mehr steuere, haben sie bisher alle immer die letzten Winter gut überlebt. So, ich hoffe, sie sammeln von selber Tannin. Ah ja, wir haben 21 Tannin. Da braucht man jetzt nichts unternehmen. Oh, wir sind schon 28. Dann sind da in der Zwischenzeit noch mehr Leute gekommen.
Gut, dann brauchen wir auch noch deutlich mehr Klamotten. Jetzt haben wir nur noch 21 warme Klamotten. Und 18 Sommerklamotten. So, wo die da überall rumrennen, meine Jägersleut. Habt ihr den denn erwischt? Eine ist jetzt durstig. Huch, nee, nee. Was mache ich denn da? Hier, da könnt ihr mal hingehen. So. Und dann könnten sie sich im Prinzip hierhin bewegen und dort auch ein bisschen was trinken. Habe ich jetzt womöglich diesen mit einem Klick den Auftrag gecancelt? Ja, da muss man echt aufpassen. Ja, es ist hier eine schöne Gegend. Was mir hier eigentlich auch gut gefällt, ist so vom Schutzcharakter her, wenn man am Fluss entlang fährt, vielleicht mit dem Boot oder entlang geht oder so. Dann sieht man dieses Hochtal nicht. Aber die Siedlung von unten, die wir jetzt haben, die sieht man. Aber ich denke mal, es ist ganz gut, hier gehen wir nur hin zum Jagen und zum Sammeln. Sonst würden da bestimmt auch noch die Tiere abhauen. Und leider sind die Leutchens hier jetzt müde geworden. Ich hoffe, sie finden noch was. Wir haben keine Feuersteine. Oh. Was ist denn das? Lauter Beeren? Ist ja süß, aber Höhlenlöwen, Höhlenlöwen. Nix für uns. Irgendwo habe ich noch Feuerstein gesehen. Also nicht nur hier zum Abbauen, sondern rumliegend. Oh, was ist denn das hier? Riesenhirsch. Na, kommt hier mal zum Jagen. Das mache ich jetzt mal unorganisiert. So. Das muss man hier ausnutzen. Da ist noch Feuerstein. Gut. Abbaugebiet. Stein. Feuerstein So. Und hier auch. Na prima, das ist ja noch einfach zu holen. So. Aber hier ist halt auch schön so nah am Fluss und so. Das ist auch sehr reizvoll und das ist hier ein schönes Plateau eigentlich. Ja. Vielleicht mache ich irgendwann viel später mal hier eine Zweitsiedlung. Aber dann müssten die schon viel, viel mehr Leute haben. So, du stehst rum und fragst dich, was du tun sollst. Mit der Feuersteinsichel in der Hand. Was willst du mit der jetzt im Frühling? Inaktiv sein. Gut, und mit dem Werkzeug in der Hand, aber aktiv wirkend. Es gibt hier einiges zu tun. Ah, ich könnte mal die Fischlimits ein bisschen höher setzen. Ja, da wir jetzt ja mehr Leute haben, brauchen wir auch mehr Fisch. Also wir brauchen von allem mehr, aber gut. Ja, hier haben einige Pause. Sehr gut, jetzt haben sie einen Mufflon erwischt. So. Eiernd.
wir hatten doch mal eine Ayat. So, ich mach das jetzt mal so. Nein, nicht die Hütte. Den, genau. Und wer lungert hier noch gerade untätig rum? So, na, hier gehen schon einige dahinter. So, und ihr könnt hier noch den erwischen. Oder ist der auch schon markiert? Nee, das ist hier dieser. Da. Okay. Damit wir mal wieder neue Kleider kriegen. Und wer geht zum Feuerstein sammeln? Hm? Da. Na, da müsste ich wohl erstmal einen markieren, der nichts zu tun hat. Gut, die sind alle unterwegs. Das ist gut so. Kinder rennen, flitzen noch rum. Die haben bestimmt schon viel Tannin gesammelt. Ah, hier, du könntest mal Feuerstein sammeln. Ja, er geht jetzt zum Ufer, aber Feuerstein ist gerade eiliger. Und wir haben... Ah, da ist schon jemand am Feuerstein. Sehr gut. Gucken wir mal hier dieses zweite Gebiet. Da. So. Und hier liegt das Tier müde rum oder was ist mit dir? Oh, eine abbaubare Ressource, okay. Und ein Höhlenlöwe-Angriff. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ah, so. Und da liegt auch noch Feuerstein rum. Gut zu wissen. Ich denke mal, wir haben jetzt erstmal wieder genug. Tja, einige unserer Einwohner haben keine warme Kleidung. Ja, darum mache ich hier so einen Jagdaufstand. Hm? Oh, haben die Hunde hier den Höhlenlöwen gejagt? Ja, und das gibt 3 Häute. Super, hey, das habt ihr toll gemacht. Oh, und hier... Sie hat sich ein bisschen verletzt, aber vielleicht erholt sie sich ja wieder. Sehr schön, was schleppst denn du hier rum? Schlitten. Ach, das sind die Händler wieder. Okay. Na, gucken wir mal. Habt ihr vielleicht Klamotten? Oder heute? Oh, ja. Die hätten wir gerne alle. Ich muss mal gucken, ob wir uns die leisten können. 6 Klamotten. Kostet 78. Oh, das können wir uns gar nicht leisten, wahrscheinlich. Stroh ist nur 1 wert. Brot auch nur 1 wert. Knochen, Tannin, Feuersteinaxt. Ich meine, das sind alles Sachen, die wir brauchen. Die Schleuder, ich denke mal, die könnten wir eintauschen, weil die jetzt mit dem Bogen arbeiten. Aber die Bögen brauchen wir natürlich. Hm. Fische ist nicht viel wert. Aber ich kann vielleicht, sagen wir mal, 10 Fische können wir jetzt, glaube ich, entbehren. Und vielleicht auch 5 Fleisch. So, jetzt haben wir gerade mal die Hälfte. Knochen haben wir ganz gut. Tu mal die wieder teilweise weg. 39.
Oder eins dazu, 52. Bisschen Tannin. Tja, jetzt fehlen noch zwei. Das Stroh brauchen wir eigentlich noch nicht. Das kann ich mal ganz weggeben. Oh, nein, das will ich nicht weggeben. Und dann kann ich was vom Tannin zurückholen. Oder noch eine Klamotte. Jetzt fehlen wieder fünf. Das Brot, das essen die ja immer nicht. Gut. Das sind jetzt natürlich teuer eingekaufte Klamotten, aber ich denke mal, das ist die Sache wert. Was würden denn Bögen kosten? Oh, noch viel mehr. Okay, Leute. Ja, wir haben zwar immer noch nicht genug Klamotten für alle, aber das ist schon mal besser als gar nichts. Gut. Ja, Leute, bringt Häute. Wir brauchen endlos viele Häute. Aber die Klamotten gehen anscheinend relativ schnell kaputt. Also, gut, man kann auch sagen, sie halten ziemlich lange, aber sie sind dann halt schon kaputt. Sie werden nämlich dann ab und zu mal weniger. Jetzt ist schon wieder eine Klamotte verloren gegangen. Kennt man ja auch in echt. Da gehen die Klamotten ja auch kaputt. Oh, sie schleppt sich hier ganz müde nach Hause. Ja, jetzt kannst du dann erstmal was essen. Oi. Gut, dann lasse ich hier auch mal jemanden Wasser holen. Also jemand anders. Damit die hier was zu trinken kriegt. Weil die braucht ja Essen, Trinken. Und schlafen. Aber sie hu ah, sie geht jetzt direkt, um zu trinken. Okay. Ganz erschöpft kommen sie wieder. Na, jetzt ist Ressource verfallen, Brot. Gut, dass wir es noch verkauft haben. Die anderen werden jetzt bestimmt auch verfallen. Ah, und hier haben wir eine Haut. Sehr gut. Ja, wir haben jetzt 13 Ruhehäute. Okay, damit können wir dann genügend Klamotten machen und die Zelte reparieren. Das ist doch schön. Ja, und dann können die sich auch mal ein bisschen ausruhen. Die Leutchens, bevor ich sie auf das nächste Jagdabenteuer schicke. Okay, das war's dann auch für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.